Hallo. Letzte halbe Stunde. Hallo Kevin. Na? Gräfin Augusta ist uns etwas wohler gesonnen. Wie schön. Und Kevin, du bist erneut gefragt. Diesmal ist es kein Inzestkind. Es ist dein Urenkel. Kunidalf. Wunderschöner Name. Und noch einmal, Kevin, diesmal ist es wieder kein Inzestkind, aber eine Urenkelin. Du bist jetzt richtig gefragt hier. Das könnte ich auch tun. Wollen wir jetzt gerade mal gucken, beziehungsweise gleich mal gucken, wie weit ich jetzt hier schon fortgeschritten bin. Da könnte der Wechsel tatsächlich nur sinnvoll sein. Die Mutter sieht wie Kevin aus. Es ist aber pur immer Risiko. Schwierig, okay. Schwierig von Uff. So, 12-8, dann Mock wie dat. So, Verwaltung. Reichtum. Und dann gucken wir mal. Reichtum, Macht und Ruhm. Und zwischendurch ganz viele Kinder, wie sich das gehört. Gräfin Augusta findet uns jetzt wieder toll. Eine Nase für Schnäppchen. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all dem hektischen Treiben hervor. Seid mir gegrüßt, Herr. Ich habe eine vorzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt. Der Stand des Händlers quillt wahrlich über von Tant und Krimskrams. Ich versuche mein Glück. Gehen wir weiter, Risiko. Kevin ist ein Mann des Risikos. Euer Feilschen erweist sich als angemessen. Ihr habt 5 Gold verloren, ihr habt 50 Verwaltungslebenswanderfahrung erhalten. Na gut. Ihr seid Eigentümer des Artefakts Tongefäß geworden. Oh. Oh, hallo. Ein Schmuckstück. Oh. Was tut es? Glaubensgeschwister plus 4 und Klerus plus 2. Ah, süße, okay. Na gut. So, wir haben auch noch Hofartefakte. Die Fußballtrophäe. Die ist noch 37 Jahre haltbar. Da muss sich El Nino wahrscheinlich um die Reparatur kümmern. Aber das ist sein Problem, nicht meins.
Harzsammler in Oldenburg. Gebäude ersetzen geht auch, okay. Wir kriegen Gräfin Augusta noch rum, ey. Das wird schon noch. Benno ist gescheit. Oh, Galfried kann heiraten. Na komm, wir verheiraten erstmal hier Galfried. Galfried findet uns aus irgendwelchen Gründen scheiße. Sie ist keusch. Sie ist ein religiöser Eiferer. Aber sie findet unser Tongefäß toll. Ja, okay. Sehr unsympathisch, die Gute. Aber sie kann was. Sie ist, gut, sie ist keusch, aber was. Treuherzig, ja, okay. Die kann ein bisschen Kriegskunst, okay. Das ist mir aber ja egal. So. Bruchpfeil ab Laurie. Morganung. Fragt mich nicht, wie man das ausspricht. Ignatius Karabitenos. Julian. Julien de Provence. Lütpold von Meran. Von Meran. Genie. Kevin, ich wäre jetzt dafür, dass du hier wieder entscheidest, wer hier dran glauben darf. Wer sich mit Galfried rumschlagen darf. Ich meine, sie ist keusch, da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Man könnte sie mit einem lüsternen Typen zusammenbringen, aber ich sehe gerade keine lüsternen. Ah, hier doch. Dragoslav. Dragoslav ist lüstern. Er ist lüstern und ein Genie. Könnte man machen. Oder das machen. Er ist tapfer und hinterlistig auch noch. Könnte man machen, oder? Und Galfried bezahlt dann halt ein bisschen Prestige. Aber das ist ja nicht das Problem. Also nicht unseres. Auf geht's. Herzog Ludolf stattete mir heute einen Besuch ab, um sich anzusehen, wie ich meine neuen Aufgebote ausbilde. Peinlicherweise zerfielen meine disziplinlosen Soldaten zu einem wilden Mob, als ich gerade die Übung abschließen wollte. Zu meiner Erleichterung kam Ludolf nach der Übung zu mir, um mir Trost zu spenden und mich aufzumuntern. Er wäre im Recht gewesen, mich zu schelten, hat es aber nicht getan. Wie nett von ihm. So nett. An den reizenden Kevin. Allzu gerne nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Gern soll eure Enkelin Galfried den heiligen Bund der Ehe mit mir eingehen. Fantastisch. Das Kind, das... Ich hoffe, dass die tatsächlich auch dann an unserem Hofe sich aufhalten, sodass wir die Möglichkeit haben, ihren Kindern einen Namen zu geben. Kunidalf. Schwierig von auf. Ich sterbe. Ja, okay, das sollte gehen.
Das sollte gehen. Schurkische Verwaltung. Mit viel selbstzufriedenem Brimborium knallt mein Ritter El Nino einen prallen Sack vor mir auf den Boden. Seht nur hinein, bietet er an. Ich leere den Inhalt aus. Edle Metalle, Erbstücke, Schmuck. Ich habe einige der Gemeinen von Graf Kari davon überzeugt, dass ihre Steuern für euch bestimmt sind, Lehnsherr, sagt er grinsend. Es ist ein ganz ordentlicher, unerwarteter Ertrag und besser noch, ich kann mir den verkniffenen, zornigen Ausdruck auf der abscheulichen Miene von Graf Kari nur zu gut vorstellen. Wehe dem kläglichen Kari. Leider sollten die gestohlenen Güter zurückgegeben werden. Ja, Kevin, gibst du zurück oder behältst du? Graf Kari ist 11. Und der findet dich scheiße. Überraschend. Und wir behalten. Alles klar. Das ist Graf Kari Styrbjörnsson von Ostfriesland. Alles klar. Kevin ist vollgütig. Absolut. Man hätte auch Krieg erklären können. Kevin ist alles, aber nicht gütig. So, ich hoffe sehr, dass aus der Ehe von Galfred tatsächlich auch ein Kind entsteht. Und dann möge man mir nochmal genau erklären, wie das Kind denn dann heißen soll. Oh, die Eroberungspläne sind noch nicht weiter fortgeschritten. Du hast recht, ich wollte vielmehr noch mal gucken, was ich hier jetzt noch so überfallen könnte, ne? Ah, shit. Die sind größer geworden. Ich kann mal gucken, ob ich Wölpe überfallen könnte. Wölpe würde gehen. Wölpe ist auch ein schöner Name. Ich glaube, ich versuche mich mal an Wölpe. So. Wölpe soll es sein. Ich möchte gerne einen Anspruch fingiert sehen auf Wölpe. Ich hoffe, mein großartiger Hatto, der sich so ein bisschen anhört wie ein Hund, vermutlich weil ich das mit Hasso assoziiere. Oh. Oh. Aus. Was soll das denn heißen? Motzen. Ich motze nie. Ich motze nie. Das stimmt gar nicht. Ist es sinnvoller, hier habgierig zu nehmen? Einnahmen im Krieg, das scheint mir weniger Kohle zu bringen, wobei jetzt bei Vasallensteuer dann schon wieder ein bisschen... Wobei ich habe keine Vasallen, außer den Bischof. Wobei der auch kein wirklicher Vasall ist.
Das wirkt fast so, als könnte ich mit Architekt mehr Geld verdienen. Ist das so? Oder geht es da nur um die Steuern eintreiben Funktion der Ratskämmerer? Aber für allgemeine Kohle? Was scheint sich mit dem Aufgebot ja relativ zu verteilen hier. Na, dann nehme ich doch das. Ah, okay. Dann habe ich mich jetzt falsch entschieden. Egal. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht bei Bau, weil das dann schneller geht oder so. Und auch ein bisschen weniger kostet. Kostet das überhaupt weniger? Minimal. Also habe ich mal nicht völlig bescheuert gehandelt. Das ist ja fantastisch. Helene ist tot. Fiel der ihm eigenen Schwäche zum Opfer. Oh Mensch, wir brauchen einen neuen Hofarzt. Vermutlich niemand da, der sich eignet. Natürlich nicht. Gut, dass wir jemanden suchen können. No! Ach so. Das war noch gar nicht die Ankündigung des Sterbens, das war lediglich hier. Der Wind wühlt, genau. Der Wind fühlt sich kälter an. Die Tage dunkler, kürzer, ruhiger. Der Thron sieht aus wie an jenem Tag, an dem ich das erste Mal auf ihm saß. Der Thron wird immer gleich aussehen. Ich hingegen nicht. Es wird Zeit, dass ich mich auf das Unausweichliche vorbereite und ich werde einen Nachruf für mich in Auftrag geben, damit ich in Frieden verscheiden kann. Wir werden die romanische Sprache verwenden. Das ist nicht die Sprache, die wir alle sprechen. Ich werde Kastilisch verwenden. Ich treffe da keine Unterscheidung. Romanisch und Kastilisch sollen es sein. Wir sind nicht die Einzigen, die hier leben. Na, Kevin? Was machst du? Romanisch. Für die Frömmigkeit und den und das Prestige. Hofarzt. Wir haben einmal Ludolf oder Liudolf. Der ist recht gewitzt. Oder wir haben Adila. Die ist empfängnisunfähig und ruhig und gierig und sprunghaft. Ja, Kevin ist halt alt. Das wird's erwarten. Steht uns fast allen bevor. Wen nimmst du, Kevin? Ludolf oder Adila?
Ludolf kostet 25 Gold und Alila 7. Oder du sagst einfach, sind beide scheiße. Um einen Hofarzt steht da doch. Deine Hofärztin ist verstorben. Deswegen brauchst du jetzt einen neuen. Also könntest du auch sagen, ich brauche keinen Arzt, ich bin gesund genug, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Hofarzt benötigst, na siehste, ist relativ hoch. Ne? Des freien Mannes Glück. Regin Berm, ein freier Pächter auf meinem Land in Oldenburg, hatte dank seiner sorgfältigen Planung diese Saison eine außergewöhnlich gute Ernte. Jetzt möchte er mir mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen, damit er auf seinem Erfolg aufbauen und nächstes Jahr noch mehr anbauen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei diesem hier war ich Herzog? Weiß ich, habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also hier jetzt bei 3 bin ich nicht weit gekommen. Da habe ich, glaube ich, die nächste Stufe erreicht. Was auch immer das ist, Herzog möglicherweise. Da habe ich auf Englisch gespielt. Ich bin mir nicht sicher. Ich war Earl. Ich glaube, ich war ich Earl? Ich bin mir nicht sicher. Und zuletzt war ich dann Emir, nachdem irgendein Sultan uns überfallen hat und mir dann am Ende alle Titel genommen hat. Ich glaube, ich hab's in Crusader Kings 2 zum König geschafft, aber das ist ewig her. Und das war auch weniger geplant, als dass zufällig irgendein Mensch gestorben ist und auf einmal hatte ich so viele Ländereien, dass ich völlig die Kontrolle verloren habe in vielen Bereichen und dann gab's Revolten und dann ging das alles auch relativ schnell Bach runter. Kevin, vergesst den Ackerbau, so jemand gehört an meinen Hof. Wenn er mich in harter Münze bezahlen kann, soll das Land ihm gehören. Oder das Land in Oldenburg gehört mir und sonst niemandem. Einfach ein einfacher Mann sein und viele Kinder in die Welt setzen, ja. Genau. Das ist der geheime Wunsch von Kevin. So, wie läuft das hier mit dem Anspruch? Nicht so gut. Schleppend. Ob wir das bis 9 noch schaffen, ich wage es zu bezweifeln. Herzog Ludolf hat Herzog Adalbrand den Krieg erklärt. Wer ist denn Adalbrand? Vermutlich auch ein Lehnsherr von mir und ich weiß es einfach nicht. Nee, tatsächlich nicht, oder? Huldvoll Leitstern. Nee, das ist ein Vasall in Ostfrankenreich. Okay. Hat mit mir erstmal nichts zu tun, findet mich aber auch scheiße, wie gefühlt alle. Ist wirklich so, alle finden mich scheiße. Faszinierend. Nur weil sadistisch eine Sünde ist. Und ich Bauernführer war. Das stimmt. Oh, diese Geschwindigkeit. Eine Affäre? Meine Gemahlin Gräfin Augusta ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern. Bist du immer noch skeptisch? Ich glaube, du bist weiterhin skeptisch. Aha! Genau. Habt ihr eine Affäre, Augusta? Wie könnt ihr so etwas auch nur sagen, Kevin? Ich könnte nie eine Affäre haben. Wirkt aufrichtig aufgewühlt. Ich habe keine andere Wahl, als sie zu glauben. Eine Wiederholung. Oh, unser Rat. Unser Rat ist leer. Jemand ist gestorben oder abgehauen? Wir haben keinen Ratskanzler mehr. Das heißt, wir müssen Albito Albites hineinbitten.
Die Hälfte des Rates findet uns scheiße. Eigentlich hat Kevin nur einen Cuckolding-Fetisch, okay. Achso, na gut. Da gibt es irgendwie ein großes... Lehnsherr zieht in den Krieg. Gegen einen Jarl. Ach, gegen Dithmarschen. Ah, nee, Moment. Von Jylland. Ihr könnt Königin Magabaya, ihr könnt Sushi von Uff einen Vormund zuweisen. Hatten wir doch schon. Oder ist der gestorben? Ach, der ist gestorben. Das war ja unser Ratskanzler. Kann es sein? Oder was auch immer. So, Sushi. Wie sieht's aus hier? Diplomatie war unser... Ja. Okay, das heißt, wir brauchen jemanden Diplomatie. Das ist auch weiterhin unsere Gattin. Na gut. Du wirst von meiner Gattin oder von Kevins Gattin bevormundet. Im Allgemeinen ist das nicht sinnvoll, oder wie? Wäre es dann sinnvoll, hier die höfische Politik als Fokus zu nehmen, weil sie da am meisten Bonus hat? Oder ist das Wumpe? Ich guck da gleich nochmal rein, nachdem du geantwortet hast. Eine Ruhmstufe erhalten. Die Stimme der Vernunft. Kein Ratstreffen vergeht ohne einen Konflikt. Ratskanzler Albito und Gräfin Augusta diskutieren erhitzt über die Ausbildung der Truppen. Als Graf könnte ich sie mit einem einzigen Wort zum Schweigen bringen, aber ich habe eine bessere Idee. Ich bin bewandert in den Künsten der Diplomatie und weiß, wie man solche Situationen so löst, dass alle glücklich sind. Okay, das muss ich wissen. Dann würde ich gleich, wenn es um Krieg geht, ein paar kriegerische... Boni absahnen wollen. So, Kevin, du darfst Partei ergreifen oder auch nicht. Findest du einen Kompromiss? Wobei, warte mal, du bist ja hier der Risikomensch, deswegen müssen wir da tatsächlich das hier nehmen. Ich finde keinen Kompromiss, das ist ja ärgerlich. Was? Lützwind und Marbold von Uff wurden gefangen genommen. Vom Jarl. Sauerei. Seid gegrüßt, Graf Kevin von Oldenburg. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von Grafschaft von Wölpe seid. Und fehlt nur noch ein kleines Bestechungsgeld. Na gut. So, wir haben jetzt einen fingierten Anspruch auf die Grafschaft von Wölpe. Das heißt, theoretisch müssten wir gleich die Möglichkeit haben, Krieg zu erklären. Bevor ich das allerdings tue, checke ich nochmal eben hier meine Kriegsvölker. Und zwar... Ich habe ja... Bonus auf Bogenschützen, das heißt, ich will auf jeden Fall Bogenschützen dabei haben. Würde ich jetzt mal so behaupten. Die haben relativ viel Unterhalt, aber es ist okay, glaube ich. Das heißt... Ich muss jetzt hier noch warten, bis die voll sind, bevor ich Krieg anfange. Sonst ergibt das alles keinen Sinn.
Oh. What's happening? Achso, Raubzug. Ja, gut. Professionelle Arbeitskräfte, goldene Pflichten. Oh, mein Lehnsherr hat einen Krieg gewonnen. Ist das nicht schön? Und Lützwin von Uff ist wieder aus dem Kerker raus. Wunderschön. Sushi wird erwachsen. Sehr schön. Ach, wir haben hier schon 9. Na gut. Wie schnell sie doch flügge werden. So, Sushi. Ich verheirate dich noch eben. Du siehst unglücklich aus, du bist aber fruchtbar und bist ein Trunkenbold. Keusch, gierig und treuherzig. Na gut. So, Sushi. Du könntest direkt hier mit Denise anbandeln. Da gäbe es dann auch noch direkt ein Bündnis. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Die Gute ist zwar gefühllos, aber es gäbe die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr... Na gut, weit unterlegen, dass ihr Kinder habt, was mir schon reicht. So. An den aufmerksamen Kevin. So. Warte, ich gehe nochmal eben hier auf die Geschwindigkeit zurück und checke mal eben, wie das hier aussieht. Die sind voll. Ich weiß nicht, so, wie das jetzt hier laufen soll. Warten wir mal. So, Madame soll sich mal hier um die Ritterlichkeit kümmern. Er möchte sich gerne fremde Angelegenheiten. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Tyranneiverlust, Vasallenmeinung erhöht, internen Krieg beendet. Vasallenteilnahme erzwungen. Mehr Kontrolle Gemeinde. Befehlshaber ausbilden. Armee organisieren. Das ist, glaube ich, auch egal. Mehr Entwicklung in Gemeinde. Ich glaube, das ist jetzt so wichtig nicht, was ich mit denen hier anstelle. So, ich mache noch Krieg. Und dann mache ich aus. Mal sehen. Dafür gehe ich aber auf Geschwindigkeit 3. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Krieg zu erklären. Das kostet 100 Prestige. Das ist jetzt nicht so das größte Problem. Wir erhalten im Idealfall den umkämpften Titel. Wir machen es jetzt doch noch. So, Krieg wurde erklärt als... Kevin, der kurz vorm Tod ist. Und gegebenenfalls müssen wir Sushi dann enterben. Oder aber wir enterben El Nino, den alten Inzestuösen. Mal gucken. So, wir rufen natürlich hier auch nochmal Verbündete, die natürlich nicht dabei sind. Aus irgendwelchen Gründen... Ich nehme an, wir können ihn in der Zeit hier nicht beeinflussen. Wir probieren es trotzdem. Scheiße. Sogar unsere Verbündeten finden uns scheiße. Na gut. So, alle Armeen ausheben und dann gucken wir mal. Dann gibt's aufs Maul. Mit ein bisschen Glück. So, ich bin gerade am Überlegen... Befehlshaber ist Andreas Gedöns. Mal eben gucken, ob das auch der sinnvollste Befehlshaber ist oder ob ich das lieber übernehme. Ich bin ja sowieso fast tot. Nee, Andreas ist tatsächlich der Beste. Das ist schon mal gut. Es sei denn, ich habe hier seltsame... Nee, vorsichtige Anführer und aggressive Angreifer. Ich hoffe, das bringt uns was.
Stimmt, du hast recht. Das gibt's ja auch noch. Wobei, das kostet dann wieder Kohle, ne? Warte mal eben. So, Geschenk. 100 Gold. Oh Gott, na gut. So. Na siehst du, jetzt wieder zumindest. Sehr gut. Natürlich wird er dabei sein. Das ist doch ausgezeichnet. Sollte ich jetzt auch schon rüber latschen? Oder wie ist das? Oder soll ich erst noch mal warten, bis meine Verbündeten hier aufschlagen? Warte, vielleicht sollte ich erst mal checken, wo meine Verbündeten überhaupt sitzen. Mayenne. Durch die Heirat von Sushi von Uff und Denise de Mayenne. Wo ist denn Mayenne? Da ganz. Ach, du kriegst die Motten. Ganz an der Küste. Okay, dann warte ich kurz auf ihn. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber gut. Stärker wird der Gute vermutlich nicht werden. Also hier der Wölpe. Es sei denn, er findet jetzt spontan noch Verbündete. Das glaube ich nicht. Oh. Kann ich von denen... Kann ich von denen erwarten, dass sie gleich bei mir... ankommen. Die haben auch sechs Ritter, sind gut versorgt. Ja, die haben qualitativ bessere aus irgendwelchen Gründen. Hohe Güte, ich weiß nicht, woran das liegt und warum bei mir hier oben auch hohe Güte steht, aber jetzt hier bei meiner Armee nicht. Ich schlendere durch die Marktstände von Oldenburg und eine schwere Geldbörse zieht meinen Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Juweliers. Herausragende Intarsien sind eine solide Investition. Als Baron Hamelin von Mayenne plötzlich an meiner Seite steht, darf ich euch einen Ratschlag geben, Eure Hoheit. Seht euch die Schmiede dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Er investiert natürlich, das ist, warte mal, ich investiere in die Schmiede, das ist Risiko, also rein damit. Baron Hamelin wurde euer Freund, ausgezeichnet. Dudes hier machen keine Anstalten, uns aufzusuchen. Können wir daran was tun? Und warum? Ich würde gar nicht versuchen, die Stadt einzunehmen, sondern den Graf gefangen zu nehmen. Er ist bei seinen Truppen, also die ganze Zeit. Du hast Krieg verpasst, beziehungsweise nee, wir sind jetzt im Krieg und du bist erwachsen geworden. Okay. Blöd. Dabei ist er mein Freund, ne? Es ist eine ziemliche Sauerei.
So, warte mal. Vielleicht kommt er erst, wenn ich mich bewege oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, ich sollte direkt die Gruppen angreifen oder wie? Oder was mache ich jetzt? Du hast... warte, ich gehe mal eben. Du bist Sushi von Uff. Du bist gerade verantwortlich für unser eigenes, einziges Bündnis mit dem Baron Hamelin von Mayenne. Und deine Frau ist Denise. Und du bist fruchtbar, ein Trunkenbold, keusch, gierig und treuherzig. Du hast eine Frau. So, Maggie, du könntest dir noch ein paar Söldner holen, wenn du es für notwendig hältst. Ja, ich habe keine Ahnung, ich bin mir ja nicht sicher. Geht das denn schnell mit den Söldnern? Ich meine, Geld verdiene ich ja gerade. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich genug Geld für Söldner habe. Das sieht nicht so aus, als hätte ich genug Geld für Söldner. Die haben wir auf der mittelalterlichen Tinderbörse gefunden. Das ist doch bereits bekannt. Ja, ich kann sie mir aber nicht leisten. Das ist das nächste Problem. Das heißt, wohl oder übel, dass ich mal hier hingehen werde. Vielleicht. Nee, meine Verbündeten bleiben da einfach stehen. Das ist ja geil. Na gut, nächste Frage, warum ist meine Armee nur, also die hier steht, warum ist die lediglich von ordentlicher Güte, obwohl hier oben rechts in der Ecke steht hohe Güte? Was beeinflusst das und wie kann ich das ändern? Liegt das an den ausgewählten Truppen oder was ist da los? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Das Verhältnis von Aufgeboten und Spezialtruppen, meine Güte. Okay, also habe ich nicht genug Spezialtruppen quasi. Warte mal. Also würde ich jetzt hier die Größe auf 2 erhöhen, würde das da irgendwas besser machen? Oder wäre das egal? Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt ein paar Tage warten müsste, bis die geliefert werden. Also bis die geliefert werden quasi. Also du würdest eher sagen, die Pikeniere in die zweite Stufe, weil ich habe ja einen Bonus auf die Bogenschützen durch meine Bauten. Warte mal. Ich habe Reitereischaden ist verbessert, Reiterschützenschaden ist verbessert. Und ich habe hier Bogenschützenschaden ist verbessert. Und hier ist Plänklerverfeuer, Reiterschützenzähigkeit. Also meine Logik würde jetzt sagen, eher auf eher die Stufe der Bogenschützen erhöhen. Habe ich? Wo? Wo sehe ich denn das? Ah.
Warte mal. Oh. In Tiger, in Wald. War das da auch Pikeniere? Ich bin so hoffnungslos überfordert. Nee, das waren Plänkler, das waren nicht Pikeniere. Oder sind Plänkler dasselbe wie Pikeniere? Ich bin höchst verwirrt. Wenn dem so wäre, dann würde das, warte mal. Arf. Alles klar. Also bin ich. Ich bin auch blind, aber ich dachte, ich wäre einfach nur unwissend. Gut, dann setze ich jetzt einfach mal hier. Flupp. So. Warten wir ein bisschen. Nee, Moment. Warten wir ein bisschen. Kann sie ja nur noch um ein paar Stunden handeln. Beziehungsweise Tage. Oder auch nicht. Plenarsitzung wurde er erfunden. Herzlichen Glückwunsch. Sobald ich hier Krieg gewonnen oder verloren habe. Ursprünglich um 8:30, dann um 9 und jetzt halt, wenn der Krieg vorbei ist. Ich muss morgen erst um 10 da sein, das ist okay. Ich schlafe meist sowieso nicht mehr als 6 Stunden. Das kommt schon hin. Das kommt schon hin. Achso, die muss ich ausheben. Ich dachte, die heben sich von alleine aus. Die gehören doch zum Kriegsvolk. Zumal sich meine Armee doch jetzt auch automatisch vermehrt. Also, ne, die wie man hier sieht. Was? Philipp? Mit 2 F? Okay. So, ist aber immer noch nur okay. Unsere Armee. Ja, sind ja 2 Bogenschützen, aber unsere Armee ist immer noch relativ scheiße, scheinbar. Ich verstehe das Spiel nicht. Hier ist sie jetzt aber auch nur noch relativ scheiße. Egal, ich greife jetzt an. Ah, okay. Wenn ich woanders stehen würde, dann wäre das anders. Alles klar. So, ich greife jetzt an. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Meine Verbündeten stehen bei sich zu Hause und machen nichts. Aber zumindest haben sie, beziehungsweise sind sie dem Krieg beigetreten. Pff. Und jetzt werde ich feststellen, wie sehr ich verkacke oder auch nicht. Die haben hohe Qualität und wir nur so Medium. Mal sehen, was das wird. Auf wie geht's? Tod und Verderben. Ich gehe mal ein bisschen hier auf. Damit es spannend bleibt, gehe ich auf die geringste. Da siehst du, die machen uns lang. Ja, wir sind gefickt. Hätte ja klappen können. Was war da gerade? Unser Ritter Schlag mich tot wurde gerade getötet, oder was? Der hat einen höheren Befehlshabervorteil. Aktueller Wurf 8. Beide haben so 6 Ritter, aber der hat nur Pikeniere. Ja. Die machen aber mehr. Seine Leute machen mehr Schaden und eine bessere Verteidigung. Scheiße. Ja, okay. Das wird nix. Das wird nix.
Ja, sind sie mit Sicherheit nicht. Falls du jetzt hier Dingens meinst. Aber das ist ein Problem, das das Spiel selbst hat, glaube ich. Ich muss dann nachher nochmal gucken. Warte mal. Mein Fürst, eines Abends kommt mein Ritter Ludolf zu mir. Ich hatte da einige Heilmittel, die wir gegen eure hartnäckige Melancholie ausprobieren könnten. Es mag sein, dass es anfangs noch ein wenig schlimmer wird, doch es würde den Versuch lohnen. Kevin, möchtest du gerne deine Melancholie loswerden? Und warum siehst du, du siehst echt richtig zerknautscht aus. Meine Güte, du bist 70. Möchtest du nicht loswerden, alles klar. Ja, wir sind raus. Schade, schade, Schokolade. Und da geht's hinab. Aus irgendwelchen Gründen haben die jetzt auch überlegene Güte. Was weiß ich, ey. Ein Bullshit. Goodbye. Schön wär's gewesen. Und tot. Unser Höfling Albito wurde gefangen genommen von eurem Feind Graf Gzibbel. Ja, natürlich. Kevin liegt im Bett. Okay, warte mal, bezüglich der. Warte mal, ich hatte doch hier irgendwo. Genau, ich hatte hier ein Sync-Offset drin von 500. Und bei CK selber. Nur alles gut. Das ist ja hier, wir sind ja nicht hier, um das Spiel zu rocken, sondern um inkompetent zu herrschen. Ja, die Truppen sind im Arsch, da passiert nichts mehr. Ich glaube, die wurden gerade erloschen. Also kaputt gemacht. Oder wo sind die? Sind die noch hier? Ach so, da sind sie. Nee. Sind sie nicht. Was machen die denn jetzt? So, doch, so. Das ist unsere Armee. Ach so, die fliehen jetzt. Die fliehen jetzt nach Wied? Ja, einfach mal 500 Kilometer in den Süden fliehen. Gute Idee. Meine Fresse, kein Kommentar. Solange die hier nicht auf die Idee kommen, Oldenburg zu überfallen, ist mir doch egal. Die Karpfen. Wenn ihr an einem Karpfenteich interessiert seid, kann ich euch einen hervorragenden bauen. Der Baumeister vor mir hat gute Referenzen und meine Höflinge scheinen sehr angetan von dem Gedanken. Ihr bekommt alle Ressourcen, die ihr benötigt. Ist das wirklich das beste Angebot, das ihr mir unterbreiten könnt? Hört auf, meine Zeit zu vergeuden. Tja, Kevin, möchtest du Karpfen? Ah, warte. Risiko. Natürlich möchtest du Karpfen.
Oh no! Der Baumeister hat dich übers Ohr gehauen. Ärgerlich. Wer braucht schon Geld? So, warte. Ich hätte echt gerne gewusst, warum die halt hier immer noch rumstehen, anstatt sich mir anzuschließen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen Arschloch-Move. Oh, warte. Mein Ratskanzler ist weg. Das ist ja ärgerlich. Warte mal, das ist mein Ratsmarschall und Befehlshaber. Sushi, du wirst jetzt einfach mal Ratskanzler. Es tut mir leid. Okay, Sushi ist auch so groß. Er ist einfach nur zur Hälfte da. Sehr gut. Warte, was ist das hier? Ja, ich weiß, dass ich Söldner rufen kann. Vielen Dank. Ich habe nur keine Kohle dafür. Und ich weiß auch, dass es eine Niederlage war. Vielen Dank. Nett, dass man mich darauf nochmal hinweist. Lehnsherr wurde der Krieg erklärt. Skandal. Eine Frechheit. So, warte mal. Andreas ist immer noch der Beste, den ich habe, oder wie? Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Kann es sein, dass ich jetzt auch noch einen Ritter zu wenig habe? Nee. Ja gut, aber ins Minus, weiß ich auch nicht. Will ich ins Minus gehen? Ist das eine gute Idee? So viel verdiene ich jetzt auch nicht. Ich bin nicht gerne im Minus. Ich kann ja auch noch nicht mal die Kirche anbetteln, weil der Papst mich scheiße findet. Außerdem bin ich kurz vorm Tod. Ich möchte meinen Sohn El Nino doch nicht mit Minus hinterlassen. Wie sieht das denn aus? Anders werde ich den Scheiß wohl nicht gewinnen, weil der lebt halt immer noch hier mit seinen gut versorgten Supertruppen. Scheiße, ey. Ein Komplott bei Hofe. Meine Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott. Meine Person zu ermorden, und zwar meinen Ritter Ludolf. Du hast recht. Aber wird es sich gelohnt haben am Ende? So viel Geld für Wölpe auszugeben. Ach je. Na gut, wir werden sehen. Mal gucken. So, die Kompanie der Hunde haben wir bereits beziehungsweise die Kompanie des Hunds haben wir bereits angeworben. Wir könnten ein paar Pikeniere anwerben. Oder aber wir gehen richtig ins Minus und hauen voll auf die Kacke. Das machen wir aber nicht. Das wäre zu extrem. So. Die Frage ist, kann man Söldner einfach so wieder loswerden? Ja klar, die kannst du entlassen danach. Musst aber halt bezahlen. Ja, ich glaube, du bezahlst die Söldner in dem Falle nicht selbst, sondern die Chefs, die Kämmerer der Söldner. Und da du jetzt mein Ratskanzler bist, Sushi, du bist zwar Diplomat und bist nicht mein Kämmerer, aber mit meinem Kämmerer kann ich gerade nicht sprechen. Wen soll ich hier jetzt ranholen? Hau mal raus hier. Wer soll's sein? Bedenke, ich hab nur 20 Gold.
Ach so, ich kann die nicht anwerben, weil ich mich da zu sehr verschulden würde. Tü-tü. Ich habe die Tempelritter bereits angeworben. Wo das denn? Das wäre wohl neu. Never mind then. Warte mal. Kann ich tatsächlich nicht. Ich kann niemanden anwerben. Ich bin zu pleite. Ich bin zu pleite. Das heißt, ich muss warten. Und dann versuche ich den Kladradatsch einfach nochmal. Und nochmal. Bis ich sterbe. Nee, das hat ja keinen Zweck. Die Tempelritter, werden die immer allgemein angeworben, oder? Weil ich katholisch bin? Oder was ist da los? Ach, das mit der Güte muss ich echt nicht verstehen. Beziehungsweise würde ich gerne verstehen. Aber das wurde mir nicht gegeben. Okay. Ungesunde Beziehungen. Mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend, seid vorsichtig. Mein Ritter Ludolf hält mich zurück. Der von Krankheit gezeichnete Körper eines Gemeinen, die Haut entstellt von Ausschlag und Beulen, liegt auf dem Tisch. Jeder, der mit dem Leichnam in Berührung kommt, riskiert eine Ansteckung. Wir können den Leichnam diesmal auf Emden schleudern. Möchtest du wieder einen Leichnam schleudern, Kevin? Geht in Richtung Graf Kari. Der wird dann vermutlich wieder unser Rivale. Wird aber vermutlich nicht so viel ausmachen, weil wir bald tot sind. Nee, ich habe niemanden im Kerker, wenn mich nicht alles täuscht. Das wäre mir neu. Ne, null. Ich kann niemanden verkaufen. Kevin ist eingeschlafen. Ich gehe einfach davon aus, dass Kevin Leichname wieder auf städtisch schleudern möchte. Alles andere würde mich wundern. Ihr und Graf Kari habt mit dem Katapult verseuchte Leichen aufeinander geschleudert. Sehr erwachsen. Alphonse erhielt die Eigenschaft Blattern. Okay, zumindest ist es nicht unser Hofarzt. Warte mal. Ist immer noch nicht ganz voll. Wie gemein, wie die einfach nur rumstehen und nichts tun. Das frustriert mich ein bisschen. Na, bald ist es soweit. Bald sind wir wieder voll. Nur um festzustellen, dass wir qualitativ weit hinter allem anderen liegen. Wenn es noch länger dauert, dann haben wir gleich verloren. Eine Scheiße. Meritokratie bringt mir auch nichts. Steuereintreiber. Ja, komm. Treib mal ein bisschen effektiver Steuer ein hier.
bringt jetzt nicht so viel. Was macht er denn hier eigentlich? Festung von Lüneburg. Na gut. So, ich kann es ja nochmal probieren, das letzte Mal vermutlich heute. Ich probiere es noch einmal. Hoffe, dass ich den Befehlshaber töte oder zumindest irgendwie schade. Tongefäß hat niedrige Haltbarkeit. Ja. Na komm. So niedrig ja nur auch nicht. Naja, ich weiß. Die macht er ja aber auch gerade, beziehungsweise führt er gerade durch. Ich habe gedacht, das bringt jetzt ein bisschen mehr, aber offensichtlich hat das jetzt so viele Auswirkungen nicht. Nee, ich bin immer noch zu pleite. Ich könnte warten, bis ich 50 Gold habe, aber ich glaube, dann wird sich das hier zu sehr nach ins Negative verringern. Erkenne dich selbst, das Ende naht. Ich spüre es in meinen Knochen, der Tod wird mich bald holen kommen. Wie ein alter Freund wartet er geduldig und bald ist meine Zeit gekommen. Ich werde binnen eines Jahres sterben. Jetzt geht auch noch die Zeit zu Ende. Ein Elend. Ja komm, hilft ja nichts, ne? Hier. Wobei, warte nochmal sicherheitshalber gucken. Die Söldner kann ich mir immer noch nicht leisten. Meh. Kriegerorden haben wir schon. Ne, warte mal, haben wir nicht. Kann ich nicht anwerben. Ist nicht im Krieg mit jemandem eines feindseligen Glaubens. Ach so. Na gut. Dann nicht. Hallo? Wie garstig bist denn du? Warte, hä? Ach was! Moment mal. Jetzt ist hier auch meine verbündete Armee am Start, oder was? Was ist das jetzt? Hä? Lulf von Uff. Was passiert hier? Elitegüte? Was? Was ist... Ich verstehe das nicht. Zugriff, ja. Alles klar. Auf geht's. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber... Wir machen einfach mal. Irgendwas wird wohl passiert sein. Warte mal, wir machen es wieder auf die Tour. Ganz langsam. Nicht falsche Richtung! Dahin! Es ist doch nicht euer fucking Ernst, ey. Ich verstehe das nicht. Toll! Ludolf wurde gefangen genommen. Wie schön. Wie schön. Ist es nicht schön? Ich bin auch raus. Ich glaube, ich biete Frieden an. Könnt mich doch mal. Weißer Friede. Will er nicht kapitulieren. Das bedeutet,
Ich verliere den Anspruch, ich bezahle Kohle. Ja, ich kapituliere, das hilft ja nichts. Was soll der Scheiß? Das wird so oder so nichts mehr. An den plappermäuligen Kevin. Mögen eure Jahre kurz und elend sein, euer schlecht durchdachter Krieg war von Anfang an verloren. Ich erkläre mich bereit, eure Torheit ein Ende zu setzen und nehme eure Kapitulation an. Kein gutes Ende. Alle auflösen. Warte mal, kann ich nicht? Achso, meine Armee ist noch nicht. Nimm mal ernsthaft, was ist mit meiner Armee? Die macht gerade, was sie will. Achso, die flieht noch. Okay, in der Runde war Moment. Sushi und Denise haben eine Tochter. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ein sehr unregelmäßiger Streamer. Das passiert immer sehr, sehr, sehr spontan. Meistens aber in den Abendstunden. Ich bin im Schichtdienst, deswegen habe ich unregelmäßig frei. Und häufig nicht immer Lust, aber das hier war sehr, sehr amüsant. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich das wiederholen werde. Der Name. Wolltest du Maggie Kevinson? Maggie Kevinson von Uff. Großartig. Melanie heißt dann deine nächste Tochter, Sushi. Möglicherweise. Ihr seid verschuldet. Ach was. Tongefäß hat niedrige Haltbarkeit. Ach was. So, ich könnte jetzt noch warten, bis ich sterbe. Ich glaube, das mache ich auch. Und dann mache ich das Ding dicht. Ich habe einfach nur 1,5 Stunden überzogen. Weil Maggie sich das gewünscht hat. Da warst du nicht da. Eigentlich hätte es Kevin benennen müssen, aber Kevin ist gerade, glaube ich, eingeschlafen. An den hysterischen Kevin. Ich habe mit eurem Ratskanzler Sushi einen Briefwechsel geführt, der sich als wahrlich peinliche Zuschaustellung schlechter Diplomatie erwies. Ihr seid nicht der Mensch, für den ich euch gehalten habe. Ja, Mensch. Kevin ist dein Vater. Nee, Moment, ist Kevin dein Vater? Ja, Kevin. Kevin ist dein Vater. Du bist, Sushi, du bist der Bruder von Fruity, von El Nino, von Kevin 2 Electric Boogaloo und von Chantal. Und noch anzumerken wäre vielleicht, dass 3 deiner 4 Geschwister eine inzestiöse Beziehung zueinander pflegen. Solange er noch lebt. Er wird nicht mehr lange leben. Apropos nicht mehr lange leben. Ich glaube, das kann ich auch ein bisschen beschleunigen. Nicht zu sehr, aber dann wird's gleich eine Affäre. Ja, hier machen wir das wieder, wie Kevin auch vorhin schon. Sie direkt zu fragen, ist der richtige Weg. Unsere Schwiegertochter ist verstorben. Das ist ja furchtbar. Die Ehepartnerin eures Erben El Nino ist an Altersschwäche gestorben?
So viel älter war die als El Nino. Na gut, El Nino braucht einen neuen Ehepartner. Es ändert sich nichts. Es ist immer, immer mehr Arbeit, ist der Wahnsinn. Okay, El Nino hat zumindest schon mal zwei Kinder. Wenn auch nicht. Mögliches Bündnis mit der Stadt Kahul. Na gut, komm. Du weit überlegen. Bitte? Ah. Okay. Stimmt, unsere Armee wurde leicht dezimiert. Wir haben keinen Spitzel, das heißt ja, oh. Dragoslav, damn. Offensichtlich hat sich die Arbeit für Kevin einigermaßen gelohnt, denn das erste Mal seit geraumer Zeit finden mich im Ratsbildschirm nicht alle scheiße oder zumindest der Großteil. Ich bin begeistert. So, und da ist es vorbei. Graf Kevin von Oldenburg hat Frieden in den Armen Christi gefunden, im Alter von 73 Jahren. Er starb an Altersschwäche, er war als Gelehrter angesehen und verbrachte die meiste Zeit damit, in seiner Bibliothek zu studieren, die er nur selten verließ. Graf El Nino besteigt den Thron. El Nino betet jeden Tag stundenlang zu Gott und viele sind zuversichtlich, dass seine Herrschaft ein Segen für das Reich werden wird. Na gut. Damit endet alles, wie groß er einfach ist. Oh mein Gott, ey. El Nino ist so klein. Warum ist El Nino so klein? Naja, gut. Ich bin begeistert. Ich beende aber an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Ja, warte mal, ich gucke jetzt, bevor ich mein Ratsspitzel und mein Ratsmarschall finden mich scheiße. Sushi, du findest mich nicht ganz so scheiße, aber du bist viel zu groß. Was ist da los mit dir? Ich brauche einen neuen Ratskämmerer, aber das gucke ich mir dann später an. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs aktive Dabeisein. Von daher. So, warte mal. Genau, ich habe ja einen Iron Man aktiviert, deswegen passiert hier sowieso nichts. Zum Desktop. Schlaft schön, ihr lieben Leute. Es ist nicht mehr Afternoon, aber ist ja auch egal. Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal. Wann das nächste Mal passiert, lasst euch überraschen. Aktiviert die Glocke. Geht in Discord, da sag ich auch mal Bescheid. Oder sonst wohin. Aber hey. Bis dahin. Macht's gut.